Nee, der war nix. Der war was. Der war was. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit Frank und David. Richtig. Ja, wir sind jetzt in der dritten Folge in unserer alkoholfreien Fastenzeit. Das sagte so, das war wirklich anstrengend. Ja, aber der Korn eben war ganz gut, ne? Ja. Der hat ein bisschen was gemacht. Entschuldigung. Ich habe auch in der heutigen Folge oder in der dieswöchigen Folge geht es um Jever Fun. Krombacher VS Jever Fun. Genau. Was sind die Unterschiede? Welches schmeckt wie im direkten Vergleich? Das werden wir diese Woche klären. Ja. Frank, was hast du zur Geschichte von Jever rausgefunden? Weil Jever hatten wir ja tatsächlich bisher noch gar nicht bei uns. Nee, das Friesisch-Herbe, ne? Ja, genau. So wird es ja immer gerne genannt. Ist ja von einem König. Jawohl, aber nicht von irgendeinem König, sondern von Dietrich König. Also ist es kein richtiger König gewesen, der Mann hieß nur Dietrich König. Und der hat das, ich glaube 1848, berichtige mich, 1848 hat er das ins Leben gerufen. Ja, genau, er war Gastwirt, glaube ich, und wollte sein eigenes Bier brauen. Obwohl es ja schon viele Brauereien gab in seinem Umfeld. Ja, 20 Stück in etwa in der Region. Ja. Aber er wollte etwas Besonderes. Was er ja fast geschafft hätte, wäre nämlich vorzeitig gestorben wäre. Weil irgendwann hat natürlich der Herr Fettkötter, da weißt du aber die Zeit wahrscheinlich besser wie ich. 1867. 1867 hat er das nämlich aufgekauft. Okay. Nach dem Tode, glaube ich. Ja, richtig. Ja. Genau. Nach dem Tode von diesem guten Menschen, dem Herrn König. Mhm. Und hat dann eigentlich, ja, das Bier zu dem gemacht, was es heute ist. Ne? Ja, er hat es auf jeden Fall vorangetrieben, weil er hat 1894 dann auch damit begonnen, Werbung zu machen und sich eine spezielle Flasche auszudenken, die in der Farbe immer noch erhalten ist, also sprich eine grüne Flasche im Vergleich zu den braunen Flaschen, die sonst handelsüblich sind und waren. Auch weil es damals ja auch mehr noch in den Gaststätten ja auch in Krügen eingeschenkt wurde. Genau, das kommt noch dazu. Nicht in den Flaschen. Ne? Stimmt, richtig. Und der wollte es unbedingt in der Flasche haben. Ja, ja, genau. Und dann ist die Brauerei, hat dann mehrfach den Besitzer gewechselt. Und zwar ist es 1923 an die Bavaria St. Pauli Brauerei in Hamburg-Altona gegangen. Bavaria, erinnert mich so an Film und Fernsehen. Ja, genau, Bavaria Filmgesellschaft, richtig. 1934 ist es dann in der Rezeptur nochmal leicht verändert worden, also das normale Pilz. Und zwar wollte man es herber machen, wie es in Norddeutschland auch gang und gäbe ist. Die Norddeutschen haben ja sehr, sehr herbe Biere. Und man hat dann einfach mehr Hopfen dazu getan. Hatten wir das nicht schon mal gehabt in einer Folge, wo ein Bier so herb war? Ja, doch, hatten wir gehabt. Das müssten wir aber nochmal nachgucken. Ich glaube, das war hier dieses Bier aus England. Aus Amerika? Amerika. Ach, das Dry Hopping meinst du, wo die nachher nochmal Hopfen rein tun, um mehr Aroma reinzubekommen. Das war's. Ja, genau. Das war's. Es war noch irgendetwas hängen geblieben. Ja, sehr gut. Ja. Ja, 1937 entstand quasi die Marke Jever Pilz, wie sie auch bis heute bekannt ist. In den 80er Jahren ist dann der größte Anteil von Remzmar an die Tschibo-Eigentümer gegangen, weil der Remzmar gehörte schon die Bavaria St. Pauli Brauerei. 1994 ist es dann an Brau und Brunn in Dortmund gegangen, was dann 2004 in die Radeberger Brauerei übergegangen ist. Dr. Oetker. Genau, Dr. Oetker Konzern. Ja. Von daher gehört Jever heutzutage zur größten Braugruppe in Deutschland. Und zu einem der größten Lebensmittelkonzerne in Deutschland. Und jetzt geht es dann diese Woche, wie gesagt, speziell ums Jever Fun. Genau, mach schon mal auf. In der Zeit kann ich schon ein bisschen erzählen. Und zwar war ich selber überrascht, als ich da mal nachgeforscht habe. Denn Jever Fun gibt es in der Form schon seit 1991. Das ist ja schon richtig lang, ne? Ja, hätte ich nicht gedacht. Also in diesem Jahr dann seit 27 Jahren. Man denkt immer, alkoholfreie Biere sind so erst in den letzten 10, 15 Jahren aufgetreten. Aber nein, seit 1991 gibt es das bereits. Es hat unter 0,5% Alkohol, wie das Krombacher auch. Also dementsprechend beide kein 0,0, sondern es sind beides untergärige, alkoholfreie Pilz. Zum Brauprozess ist zu sagen, dass es wie das Bitburger 0,0 in der letzten Woche, schaut euch die Folge nochmal an,
Es wird erst als normales Jever-Pilz gebraut und dann wird ganz vorsichtig laut deren Aussage der Alkohol entzogen. Okay. So, und dann gucken wir jetzt mal, wie die, wie heißt das so schön, sensorischen Unterschiede sind. Ob es wirklich so herb und hopfig ist, wie es immer dargestellt wird. Oh, das, ja? Mach dir mal dein eigenes Bild. Ho, ja. Ho. Holla die Waldfee. Also direkt im Geruch ist schon ein enormer Unterschied. Auf jeden Fall. Festzustellen. Von der Kohlensäure her ist es ähnlich, von der Farbe her auch. Also das Krombacher mit diesem leicht malzig-maischigen Geruch. Aber das Jever, oh, da riecht man wirklich den Hopfen, der zusätzlich reingetan wird. Ne? Aber hallo. Ja, also aber es hallo. Riecht im ersten, also es riecht, was heißt im ersten Geruch? Es riecht wirklich direkt. Wie ein normales Pilz. Also direkt, also... Kein Unterschied zum normalen Pilz, vom Geruch her. Also ich erstmal den Krombacher, ne? Genau, Prost. Da war es wieder, das leicht süßliche. Genau. So, und jetzt bin ich gespannt. Das ist relativ wenig, ne? Ja. Prost. Cheerio. Oh, das geht aber im Ganzen. Herb, herber, friesisch herb. Ja. Tatsächlich ist es das so. Das merkt man im ganzen Mund. Ja. Das stimmt. Also nicht nur auf dem Gaumen. Vollmundig ist es auf jeden Fall, ja. Also nicht nur auf dem Gaumen, sondern im ganzen Mund. Das ist ja, verbreitet sich der Geschmack. Aber angenehm. Ja. Also mit verbundenen Augen würde man fast gar nicht merken, dass es ein alkoholfreies Bier ist. Ne. Finde ich. Es fehlt zwar so, natürlich fehlt ihm so ein bisschen die Alkoholnote, so ganz, ganz leicht fehlt die. Aber es ist wirklich zu Recht dieses Friesisch-Herbe. Mhm. Also muss man wirklich sagen, also. Gucken, ist das auch isotonisch? Aber mir fällt gerade was anderes auf. Ja. Und zwar, das wusste ich auch nicht. Die Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe natürlich, wie bei jedem anderen Bier auch. Und hier ist aber auch noch drin Gärungskohlensäure. So, und da hatte ich mich gefragt, Gärungskohlensäure, ist das konform mit dem Reinheitsgebot? Weißt du's? Nein. Ich wusste es auch nicht, bis vor einer Stunde. Und tatsächlich, wenn die Kohlensäure aus dem Brauprozess entstanden ist und dann zur Gärung benutzt wird, ist es, weil das ja aus dem Produkt entstanden ist, nach dem Reinheitsgebot. Und so steht es dann auch drauf, alkoholfreies Bier gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot. Ist also auf jeden Fall in Ordnung, okay. Ist überhaupt kein Problem. Das heißt, das, was man entzieht, darf man auch wieder zu hinzufügen. Ja, genau. Genau, das ist so. Ja, ja. Also, muss schon sagen, es hält, was es verspricht. Friesig herb, vollmundig. Genau. Geschmacklich wirklich auf hohem Niveau. Ja, also ich würde auch kurz zusammengefasst sagen, wie bei letzter Woche auch schon, das ist etwas süßer. Ja. Aber nicht übertrieben süß, wie nein. Das 0,0 von denen. Und wenn jetzt einer mal alkoholfreies Bier probieren will und gerne auch mal ein richtig kräftiges Pilz trinkt, der sollte, glaube ich, mit dem Pfann anfangen. Weil der Unterschied zum normalen Bier bei dem geringer ist als bei dem. Zum normalen Bier. Zum normalen Bier, ja. Zum normalen Bier. Aber es ist ja eben halt wieder die Frage der Note, was ich gerne trinke. Trinke ich gerne was Süßlicheres, trinke ich gerne was Herberes. Absolut. Also von daher ist die Frage natürlich auch, wenn einer das hier mag, dieses Friesig-Herbe, dann würde ich auf jeden Fall dazu tippen und sagen, hör mal, probier das. Ja. Das ist wenn so. Einer das Süßlichere mag, trinkt Krombacher. Ja, genau. Also ja. Das ist wirklich, da muss man sagen, das Friesig-Herbe, das ist richtig, richtig. Also ja, das stimmt schon, hast du recht. Also wer gerne so ein milderes Bier trinkt, wie ein Bitburger, ein Warsteiner, ein Heineken vielleicht, für den ist das zu viel. Ja. Das ist schon echt sauherb. Aber, wie gesagt, in dem Sinne positiv, weil der Abstand zum normalen Pilz wirklich minimal ist. Also es ist wirklich so, dass man denkt, ich trinke ein Bier. Ja, man vermisst nichts.
Nein, also muss sagen. Gut. Damit ist wieder alles gesagt, ne? Genau, damit sind wir für diese Woche wieder durch. Ich werde wieder die Artikel unten in der Beschreibung verlinken. Also unten, da. Da, da unten. Ach so. Ja, okay. Ja, man muss ja auch wissen, wo es steht, ne? Ja, genau. Wenn ihr euch das ganz bequem nach Hause liefern lassen wollt und dauert dann zwar ein bisschen länger, als wenn ihr jetzt eben zum Bütchen oder zum Getränkemarkt um die Ecke geht, aber dann ist es halt bequemer. Und ansonsten bedanken wir uns wieder fürs Zuschauen. Freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Du stößt mit den Jever, ja. Ich mit den Krombacher. Wie war das? Jever, VS, Krombacher. Genau. Es gibt keine Gewinner, weil wir vergleichen ja nur. Genau. In dem Sinne, Prost. Macht's gut.